gedeckt wären. Solange nicht alle Scheckbesitzer zum Tresor kämen, um ihr Gold abzuholen, würde dies niemand bemerken. Diese neue Idee funktionierte sehr gut und der Bankier wurde unwahrscheinlich reich durch Zinsforderungen für Gold, welches gar nicht existierte. Die Vorstellung, dass der Bankier einfach Geld aus dem Nichts schaffen könnte, war zu unerhört, um geglaubt zu werden. Also kam dieser Gedanke den Leuten lange überhaupt nicht. Aber die Macht, Geld einfach zu erfinden, stieg dem Bankier zu Kopf, wie man sich wohl vorstellen kann. Mit der Zeit erregte das Ausmaß der Kredite und der pompöse Reichtum des Bankiers einmal mehr Verdacht. Einige Kreditnehmer verlangten wieder echtes Gold anstatt papierenden Schecks. Gerüchte gingen um. Plötzlich tauchten einige reiche Anleger auf, um ihr Gold zurückzufordern. Das Spiel war aus. Ein Meer von Scheckbesitzern versammelte sich auf der Straße vor den verschlossenen Türen der Bank. Tja, leider hatte der Bankier nicht genügend Gold und Silber, um all das Papier auszuzahlen. Sowas nennt man Ansturm auf die Bank. Und es ist das, wovor sich jeder Bankier fürchtet. Dieses Phänomen eines Ansturms auf die Bank ruinierte einzelne Banken und, kaum überraschend, schädigte es auch das öffentliche Vertrauen in alle Bankiers. Es wäre naheliegend gewesen, die Praxis der Gelderschaffung aus dem Nichts für illegal zu erklären. Aber die großen Mengen an Krediten, die die Bankiers anboten, waren für den Erfolg des europäischen Wirtschaftswachstums notwendig geworden. Also wurde diese Praxis stattdessen legalisiert und reguliert. Die Bankiers verpflichteten sich, Beschränkungen auf die Menge des fiktiven Schuldgeldes zu achten. Die Schranke wäre weiterhin eine viel größere Zahl als die tatsächliche Menge an Gold und Silber im Tresor. Sehr oft war das Verhältnis 9 zu 1. Diese Regeln wurden durch Stichproben durchgesetzt. Es wurde auch abgemacht, dass im Falle eines Ansturms auf die Zentralbank örtliche Banken mit Notfalleinlagen aushelfen müssten. Nur durch einen ausgedehnten Ansturm auf mehrere Banken gleichzeitig könnte die Kreditblase platzen und das System zusammenbrechen. Das Geldsystem von heute. Über die Jahre wurde das Fractional Reserve System und seine integrierten Banken, die von der Zentralbank geschützt werden, zum beherrschenden Geldsystem der Welt. Gleichzeitig wurde das Verhältnis zwischen den Papierschecks und dem tatsächlich vorhandenen Gold ständig kleiner, bis schließlich so gut wie nichts mehr übrig blieb. Das grundlegende Wesen von Geld hat sich verändert. Früher war der Papierdollar tatsächlich eine Quittung, die man bei der Zentralbank gegen eine feste Menge Gold und Silber umtauschen konnte. Heutzutage kann man einen Papier- oder Digitaldollar nur noch gegen einen weiteren solchen umtauschen. Früher gab es privat geschaffene Kredite nur in Form privater Banknoten, die von den Leuten als Zahlungsmittel abgelehnt werden konnten, so wie wir private Schecks heute ablehnen können. Heutzutage ist privat geschaffener Kredit direkt tauschbar in Fiat-Währung der Regierung, also in Dollars, Euros und Pfund, die wir gewohnheitsmäßig als Geld ansehen. Fiat-Währung bedeutet Währung erschaffen durch Regierungsfiat. Gesetze besagen, dass Bürger diese Währung als Zahlungsmittel akzeptieren müssen oder Gerichte werden die Schuld nicht geltend machen. Nun stellt sich also die Frage, wenn Regierungen und Banken beide einfach Geld erschaffen können, wie viel Geld gibt es denn überhaupt? In der Vergangenheit war die komplette Menge an Geld, die es gab, beschränkt durch die tatsächliche physische Menge an Gütern, die als Geld benutzt wurden. Zum Beispiel, um neues Gold- und Silbergeld zu erschaffen, musste neues Gold und Silber gefunden und geschürft werden. Heutzutage wird Geld buchstäblich aus Schuld erzeugt. Neues Geld wird geschaffen, wann immer jemand einen Kredit von der Bank annimmt. Das Ergebnis ist, dass die Menge an Geld, die geschaffen werden kann, nur noch durch einen einzigen Parameter eingeschränkt ist, dem kompletten Ausmaß der Verschuldung. Regierungen schaffen ein zusätzliches satzungsmäßiges Limit auf die Geldmenge, indem sie Grenzwerte festlegen, die Fractional Reserve Requirements genannt werden. Im Wesentlichen mutwillig sind diese Grenzwerte von Land zu Land und von Zeit zu Zeit unterschiedlich. Früher war es üblich, wenigstens Gold im Wert eines Dollars als Deckung für 10 ungedeckte Dollars zu haben. Heutzutage gelten die Grenzwerte nicht länger für das Verhältnis Geld zu Gold, sondern gerade mal für das Verhältnis von neuem Schuldgeld zu vorhandenem Schuldgeld.
but merely to the ratio of new debt money to existing debt money on deposit in the bank. Heutzutage bestehen die Reserven einer Bank aus zwei Dingen. Die Menge an Bargeld oder Vergleichbaren, die die Bankiers bei der Zentralbank eingelegt haben, und der Menge an bestehendem Schuldgeld, welches die Bank als Einlagen hat. Um das einfach zu veranschaulichen, stellen wir uns vor, dass eine Bank gerade neu eröffnet hat und keine Einleger hat. Allerdings haben die Investoren der Bank eine Einlage von $1,111.12 bei der Zentralbank gemacht. Dies ist tatsächlich vorhandenes Bargeld bei der Zentralbank. Das nötige Verhältnis von Schuldgeld zu Bargeld ist 9:1. Schritt 1. Die Türen sind geöffnet und die neue Bank begrüßt ihren ersten Kreditnehmer. Er braucht $10,000, um ein Auto zu kaufen. Das Verhältnis 9:1 erlaubt der Bank, durch ihre Reserven bei der Zentralbank, auch als Turbogeld bekannt, einfach und ganz legal Geld zu erschaffen. Und zwar die neunfache Menge, also $10,000, auf der Grundlage der Verpflichtung des Kreditnehmers. Diese $10,000 kommen nirgendwo her. Es ist brandneues Geld. Es wird einfach als Bankkredit auf das Konto des Kreditnehmers getippt. Der Schuldner stellt dann den Scheck darauf aus, um irgendetwas, in diesem Fall ein Auto, zu kaufen. Schritt 2. Die Autoverkäuferin löst nun diesen frisch erschaffenen Kredit von $10,000 bei ihrer Bank ein. Im Gegensatz zum Turbogeld, eingelegt bei der Zentralbank, darf dieser neue Kredit nicht mit einem festgelegten Verhältnis multipliziert werden. Stattdessen wird er dadurch geteilt. Bei einem Verhältnis von 9:1 kann also immerhin ein weiterer Kredit von $9,000 ausgestellt werden. Auf der Grundlage des $10,000-Schecks. Schritt 3. Werden diese $9,000 dann von einer dritten Partei bei derselben Bank eingezahlt, die sie geschaffen hat, oder auch bei einer anderen Bank? So entstehen daraus wiederum weitere Kredite. Dieses Mal im Wert von $8,100. Wie eine russische Matroschka, bei der jede Hülle eine weitere kleinere beinhaltet, ermöglicht jede solche Einlage einen weiteren kleineren Kredit in einer unendlich fallenden Reihe. Nur wenn das erschaffene Schuldgeld nicht bei der Bank landet, endet dieser Vorgang. Das ist der unvorhersehbare Teil des Gelderschaffungsmechanismus. Wahrscheinlicher aber ist es, dass die Kredite bei jedem Schritt wieder ihren Platz bei einer Bank finden und der anschließende Vermehrungsprozess sich immer und immer wiederholen kann, bis beinahe $100,000 brandneues Geld im Banksystem erschaffen wurden. Dieses ganze neue Geld wurde vollständig aus Schulden erschaffen. Dieser gesamte Prozess ist gesetzlich erlaubt, auf Grundlage der eingänglichen Reserven von echten $1,111.12, die immer noch unberührt bei der Zentralbank liegen. Darüber hinaus, in diesem raffinierten System müssen die Bücher aller Glieder der Kette nachweisen, dass die Bank stets 10% mehr Ein- als Auslagen hat. Das gibt Banken einen echten Anreiz, Einlagen zu bekommen, um Kredite geben zu dürfen, und stützt die allgemeine, irreführende Annahme, dass Kredite aus Einlagen stammen. Außer in dem Fall, wenn alle nachfolgenden Kredite bei derselben Bank landen würden, kann man also nicht sagen, dass die Bank ihre anfänglichen Turbogeldeinlagen von $1,111.12 auf fast 90-fache Größe vermehrt hat, indem sie Bankkredite aus dem Nichts ausstellte. Allerdings ist das Banksystem ein geschlossener Kreislauf. Bankkredite der einen Bank werden zu Einlagen einer anderen und umgekehrt. Im Idealfall völlig gleichberechtigter Umsätze wäre der schlussendliche Effekt genau derselbe, als würde der gesamte Prozess an nur einer Bank stattfinden. Und zwar, die ursprünglichen Einlagen der Bank bei der Zentralbank im Wert von $1,111.12 ermöglichen es ihr, im Endeffekt Zinsen auf bis zu $100,000 zu beziehen, die die Bank nie besaß. Banken verleihen Geld, welches sie nicht haben. Wenn das lächerlich anmutet, schauen Sie hier. In den letzten Jahrzehnten sind durch beständigen Lobbyismus der Banken die Bedingungen, um eine neue Einlage bei der Zentralbank zu machen, in manchen Ländern so gut wie aufgehoben worden. Und das tatsächliche Verhältnis ist nicht unbedingt länger 9:1. Für manche Gattungen von Bankkonten sind 20:1 oder auch 30:1 üblich. In manchen Fällen gibt es überhaupt gar keine Reserven. In jüngster Zeit haben Banken einen Weg gefunden, Reservebedingungen komplett zu umgehen, indem sie